bandejan. Sri Guru, Sri Yuta, Padakamalam, Sri Gurum. Alle zusammen, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt alleine. Ja, wir laden Sie auf alle ein in die Herrenmühle, haben wir jeden ersten Samstag im Monat ein Fest, steht auch auf der Karte drauf. Jeder hat sich eingeladen. Wir haben auch einen Raum der Religion dort und auch eine Welt-Ethos-Ausstellung. Und Küngen kann man sich da anschauen. Und bei Pazo A haben wir auch immer einen Tag der offenen Tür, da kann man sich so ein bisschen inkognito sich mal anschauen. Du kannst auch der Pfarrer von der Gemeinde? Ja. Das ist eine Einladungskarte, nein, ja. Gibt es da noch Einladungskarten? Haben alle? Ah. Ja. Jeden ersten Samstag im Monat. Leider schaffen wir es nur einmal im Monat. War jetzt gerade so klein. Am Samstag gewesen. Ja. Ja. Ja, dann kann man auch telefonisch mal was vereinbaren. Und wir haben auch also einen Raum der Religion. Also auch das ist die Bibliothek mit 2600 Büchern. Wir nehmen auch gern Buchbände entgegen, wenn jemand mal ein Buch hat. Also wir haben die verschiedenen Traditionen dort. Also es gibt die protestantischen und katholischen Traditionen und auch Naturreligionen, Maya, Ägypter und dann auch die indische Literatur. In Jüdisch natürlich auch. Ja, genau, jüdische. Ja, das ist gerade in Hohenstein auch sowas. Ich gebe Ihnen auch nochmal meine Karte. Was ist passiert? Das ist die 100. Da kamen die Kaninchen dran. Ja, Ameisen, ja. Ameisen, Kaninchen und so. Ja. Bisschen, sind Sie Zwillingsbrüder? Nein, sieht so ein bisschen aus. Ne? Sehr, sehr große Ähnlichkeit, ja. Ja, vielleicht von der Lebensart her. Also doch auch gar nicht verwandt? Nein, nein, nein. Ach ja. Nee, das hätten wir jetzt gedacht. Dass sie große ich habe zwar noch vier Brüder, aber Matthäus ist keiner. Ja, ja. Ich glaube, der muss ins Fernsehen. Der ist ein guter Schauspieler. Ja. Einfach jetzt von der Ähnlichkeit her, dass die beiden sich sehr ähnlich sehen. Deswegen kamen wir darauf, dass jetzt vielleicht. Das hat mit den Haaren zu tun, mit den Haaren. Ja, wahrscheinlich. Das hätte ich so auch so. Mit den fehlenden Haaren hat es zu tun. Wenn wir nachts auf die Welt kommen, dann sehen wir auch ähnlich aus, ne? Ja, ja. Bei der Veranstaltung war von den Baha'is noch jemand da. Ach ja. Und
Bahai ist in das ist Bhakti Marga. Das ist Bahai ist Bhakti Marga. Bahai ist in Langenhain. Bahai ist in Langenhain. Genau. Aber der hatten wir einen Vertreter aus Taunusstein, den Herrn Seschkian. Dann hatten wir noch den von Religion für den Frieden, da war noch der Dr. Brendel da. Und der Bürgermeister war auch da. Und im interreligiösen Bereich ist noch aus Taunusstein gibt es auch eine Pastorin. Die hatte aber war auch verhindert. Aber die hat sie uns auch angeschrieben. Achso, Bruder. Ja. Komm jetzt auch. Ja. 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 Wie gesagt, wir machen diese Veranstaltung alle 2 Jahre. Heike Beck. Ja, genau, ich war weg. Und Ihr Name? Louis. Ah, ja, genau. Den bayerischen Namen. Ja, Württemberg, doch. Ja, es ist ganz doch. Ich bin aus Tegernsee. Aber ich bin schon mit 11 Jahren nach Wallach gezogen. Nieder oder Ober? Oh! Ja, erst, also hingezogen waren wir erst nach Niederwallach, dann sind wir nach Oberwallach gezogen. Kommen Sie da? Mein Bruder wohnt da. Ah ja, in Niederwallach. Niederwallach. Da war eine schöne Aussicht. Haben wir. Okay. Da ist doch schon in 4 Jahren dieses Unglück passiert. Das leider nicht. Ja, ja, ja. Also mein Teamfahrt schon mal. Ach, stimmt. Ja, deshalb haben wir auch kein Gas. Aber mein Schwager war damals ein Feuerwehrmann. Und dann ist auch in dem Haus noch ein Mensch vermutet. Und jetzt wird im Keller auf dem Kettenknapp. Ich hab's mir auch nicht mehr gesehen. Also, wir hatten das Projekt mal angefangen mit 30. Dann haben wir mit der Zeit was. Baustoff, weil es war ja ein Riesenprojekt eigentlich, die Herrenmühle, das sind 1000 Quadratmeter, die wir mal günstig erworben haben, 500.000 Mark, 2 Hektar lang, kann man jetzt gar nicht so kriegen. Ne? Und dann jetzt wohnen wir da mit 5 Familien. Und es ist mehr so eine WG, es ist mehr so interindependent, also jeder hat seinen eigenen Bereich, die geht auch arbeiten. Und morgens trifft man sich zur Meditation und dann hat man auch einen Ashram-Teil, so ein Wettbewerb. Das sind auch jetzt auch keine Auflagen. Man muss jetzt irgendwie Krankenversicherung nachweisen und Rentenversicherung. Früher war das nicht so. Also einen schönen Tag noch. 70er Jahre oder so. Tschüss. Da hat keiner so gefragt. Ne? Und das, wir haben uns da so ein bisschen zusammengefunden. Das, ich glaube, ganz gut. Und gerade auch dieses Objekt war ja lange im desolaten Zustand. Das ist echt schön hergerichtet. Ja, das ist aber. Das ist da hinten raus. Ja. Ne, da haben wir keinen. Hat er das verteilt an die Ameisen? Da werden die Ameisen hier spiritualisiert. Da werden die Ameisen hier spiritualisiert. Das musst du erst mal erklären, was das bedeutet. Ja. Die Liebe. Also kein LSD. Deshalb lachen wir immer so. Aber Sie waren schon in Indien? Ja, ich mache jetzt. Wo wir auch hin? Ah ja, ist schön. Ja, ich fahre hier runter. Da. Ah ja. In Trivandrum? In der Nähe von Trivandrum. Mhm. Ja, ich habe es auch schon öfter mal gemacht. In Trishur. Da gibt es auch einen großen Krishna-Tempel mit 58 Elefanten.
Und also das liebe ich sehr, dieses Kerala. Das ist schon sehr schön. Gerade dieser Ayurveda ist auch. Also erstmal hat man erstmal ein Jahr lang Ruhe. Ja, ja, aber sind ja unabhängig. Ja, gut, nur ich werde dann hinfahren und helfen, ja, wegräumen. Ja, ich komme dann wieder hierher, das ist auch kein Thema. Das sind 20 Minuten. Ja, auch die Menschen dort. Das wird nicht so lange dauern. Also gerade in Südindien ist sehr schöner Zugang auch. Noch Indien, das ist so. Wir haben noch so ein Lachen, das sieht man hier nicht so. Ja, dann klar liegen auch ein paar besoffen im Graben da einfach mal. Ja, und der Umgang mit Frauen ist ja auch ein Thema, ne? Ja, wobei das eigentlich, also Indien hat ja mal eine sehr hohe Kultur, aber das wurde zerstört auch durch die Engländer sehr viel. Ne? Also diese krassen Brennpunkte da wie in den Großstädten, diese Slums, ist eigentlich erst danach entstanden, nachdem die Engländer dort waren.